Kommt zurück hier beim letzten Trollgeber Pokémon, die Feuerrote Edition. Wir müssen gegen einen Matrosen kämpfen. Heißt, wir sind sehr wahrscheinlich auf der MSN. Wo auch sonst eigentlich. Was haben wir denn Schönes? Wir haben einen Level 26 Lotti. Das heißt, richtig, wir haben den Donnerblitz. Dafür wurde die Dönerwelle vergessen. Oh, gefällt mir persönlich jetzt nicht ganz so. Das ist ein bisschen blöd. Schade. Ich finde die Dönerwelle eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Muss ich wohl dann mal beim Attacken... Ja, wie heißt denn der? Wo man auf jeden Fall vergessene Attacken nochmal nachholen kann. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Okay, wir haben einen Kleinstein. Dafür ist... Ach, Abra ist rausgeflogen. Stimmt. Schon Level 21, okay. Entwickelt sich auf 25. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit sind wir hier auf der MSN? Wenn wir schon relativ weit sind, schaffen wir die vielleicht sogar noch. Und das heißt, wir könnten noch den Arenaleiter schaffen. Weil das ist ja hier der Major Bob mit seinen Elektro-Pokémon. Wer erinnert sich nicht an das Anime, wo die harte Diskussion war mit Pikachu von wegen entwickeln zu Raichu, weil Pikachu ist ja voll schwach und doof und so. Naja, so war das. Warum ist die Identität hier unten? Die muss dahin. Ja, ja, mach du nur Turbo-Dreh, das macht mir einen Schaden. Juckt mich ja doch eher weniger. Acht. Da. Ja, easy going. Ja, wir müssen nochmal gucken, dass wir den nächsten Donnerstein kriegen und Raichu entwickeln. Was liegt denn hier noch Schönes? Erholung. Yay. Braucht keiner. So, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind noch in dem unteren Deck. Hat der hinten angefangen? Nee. Dann hat er ganz rechts angefangen. Ist hier noch einer drin? Ja. So wie dazu. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Ja, wenn ich richtig gesehen habe, war Lotti vorne, also ist mir das Wurst. Aber schön für dich. Das ist so ärgerlich, dass ich ein Elektro-Pokémon habe. Donnerblitz. Bam! Naja, tot. Wie wunderlich war das denn jetzt? Naja. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich möchte hier eben schnell durchrocken. Ah, der Rivale wartet ja auch noch auf uns. Haha, da sind wir natürlich jetzt mit dem Pikachu schon sehr vorteilhaft gegen das Chillok und das Tauboga. Ja, der hat auch einen Tauboga. Tauboss wäre ein bisschen hart. Gegen Mushas könnte er nicht hier Knoll ran. Macht natürlich nicht so viel Schaden, aber soll ja auch mal was leveln. Karate-Schlag. Genau, du musst so querschlagen, genau in die Muschel rein. Ne? Ja, natürlich bin ich verwirrt, warum auch nicht? Komm schon, ich weiß, dass du es schaffst. Danke. Bam. Jetzt ruhig mal Volltreffer landen können. Ja, sollte trotzdem noch einen Schlag ausweichen. Und ich bin nicht mehr verwirrt. Das ist natürlich super geil. Danke. Auf dich ist Verlassknoll. Yay. Mist, der ist mir entwischt. Scheint so. Du bist auch noch einer? Jawohl. Noch ein Matrose. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los! Versuch dein Bestes. Ja, noch Hallo. Das ist natürlich jetzt doof. Kann ich dich paralysieren mit dem Slam? Geowurf. Wie schlimm. Ah, okay. Es ist von Haus aus paralysiert. Danke. Du machst es mir ziemlich einfach. Ja, komm. Oh, das ist immer so lange dauert. Jetzt ist die Frage, wo Lotti schon überall war, jetzt auf dem Schiff. Ah. Ich setze erstmal Knoll nach vorne.
Ja, also hier unten sind wir ja anscheinend über gewesen. Heißt, hier kommen wir raus. Hier müssen wir gewesen sein. Ich gehe mal eben kurz heilen. Ja, war sogar richtig. Komm hier. Yay, ich bin müde. Danke. Und alles ist wieder gut. Tschüss. Ja, ich sag einfach mal, hier unten waren wir, weil, oder? Ich guck mal hier sporadisch rein. Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Hier. Ja. Hier waren wir, wobei ich nicht mehr weiß, ob das wirklich ein Trainer ist, aber... Dann waren wir hier unten in der Küche. Jeps, hier waren wir. Das ist natürlich geil, dann haben wir nämlich hier fast alles fertig. Haben wir hier auch schon. Du. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Ja, Glückwunsch. Komm, wir haben genug trainiert hier. Ich brauche wieder Pikachu vorne. Weil der Rivale schickt immer als erstes sein Flug-Pokémon in den Kampf. Da ist er schon. Sian, Troll! Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Troll, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Was hätte ich nur ohne diesen gemacht? Ja. Ah, Turbo war ja, Taubos wäre ein bisschen krass gewesen. Ist sogar nur 19, das ist ja. Ist ja nix. Ja, komm, Donnerblix in dein Gesicht. Hör auf damit. Was willst du machen? Ja, wie erwartet. Was kommt als nächstes? Radikal! Ja, da möchte ich natürlich wechseln. Das ist ja super schön für Knäuel. Wie dafür gemacht. Na los. Oh mein Gott, er will 16. Ein bisschen niedrig, der Kleine. Hypitza! Zack. Ja, ausreichend. Ja, kommt als nächstes ein Shillock, oder? Nee, Kadabra. Möchte ich natürlich wechseln. Ich nehme... Ach, ich nehme auch kaputt. Dieser kleine Stein. Ich denke, ich hätte mit Intensität arbeiten. Ja. Konfusion. Das hilft nicht. Machst viel, aber nicht genug. Aber ich mache auch nicht genug. Nur 6. 7 oder 8 wäre, glaube ich, da besser gewesen. Sag ich doch. Ja, vielleicht komme ich nochmal dran. Negativ. Tschüss, Kleinstein. Soll ich jetzt darauf hoffen, dass Le Beau schneller ist? Ach ja, ich versuch's mal. Komm schon. Nein, ein bisschen schneller. Du machst aber auch nicht genügend Schaden. Jawohl. Ich schon, weil du hast nichts mehr. Wobei, ich könnte trotzdem noch 2 Attacken brauchen. Nein, reicht. Schwer gehabt. Ah, das ist natürlich geil. Da hat man ein Level-Up rausgeholt hier. Na komm. Naja, und für Shillock, ja, wen wundert's, da kommt natürlich wieder Lotti ran. Ja, ganz einfach. Noch einen Donnerblitz draufhauen, dann ist der River im Kampf schon abgeschlossen. Ja, Donnerblitz. Bam, Bärz! Was willst du tun? Yay, das ist sehr effektiv. Und noch ein Level Up. Ja, das ist jetzt schon nicht mehr ganz so wichtig, das Level Up. Mist! Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ach. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao! Ja, lass mich da hoch. Hey, hey du. Es geht mir gar nicht gut. Ich massiere ihn im Rücken. Rubbel, Schrubb. Klingt falsch.
Ah, ich danke dir, es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Und dann haben wir die VM01. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probiere es doch bei den Bäumen in Urania City aus. Mach ich. Tschüss, Capitano. Ah, ich bin zum Glück dazu. Ja, in der Hoffnung, wir haben jetzt alles, werde ich mich jetzt einfach verkrümmeln. War schön hier, MSN. Ich könnte noch mal eben... Da muss ich nicht ins Pokémon Center. Hier, heil mich. Ja, ja, ja. Und jetzt werde ich auf Kleinstein wechseln. Der wird die Arena schon rocken. Und wenn es ganz gut läuft, springt vielleicht ja auch noch die Entwicklung raus. Tschüss, MSN. Dafür, dass wir die ganze Zeit im Hafen gelegen haben, war der Kapitän ganz schön seekrank, muss ich sagen. Scheint ein ganz schön wabbeliger Hafen zu sein. Ach, dass diese Animation so lange dauert. Komm, sieh zu. Ja, danke, danke, danke. Hallo, hallo, hallo. Tschüss. Mal schön mit euch. Düt. Ach ja, wem bringen wir denn Zerschneider bei? Wenn ich mich nicht irre, dürfte es nur Glutex so können. Gucken wir mal. Zerschneider, einem beibringen. Ja. Ich wünsche viel Spaß damit, Glutexe. Ja. Es soll vergessen werden. Die Rauchwolke. Auch kein Mensch. Eins, zwei und schwupp. Einmal Diskette. Diskette? CD an Kopf. Okay, damit haben wir jetzt auch den Zerschneider. Ja, da könntest du gerade eben hinhauen mit dem Arena-Leiter. Das wäre natürlich geil, ne? Hier ist bloß Abfall. Bloß Abfall. Abfall. Abfall, Abfall. Gut, gegen dich muss ich so oder so kämpfen. Kann ich das jetzt eben tun? Major Bob war mein Ausbilder. Gut. Dann zeige ich, was du kannst. Oh, du hast ein Pikachu. Und das sogar nur auf Level 23. Ja, wenn du jetzt nicht unter 5 machst, dann sollte das Ding aber sowas von tot sein. Danke. Und 6. Okay, das reicht auf jeden Fall. Oh, da, 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 da. Oh, wie unerwartet. Okay. Ja, 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 ja. Stopp, du bist zu gut. Das mag sein. Aber dass man in den Häusern nicht rennen kann, wie doof ist denn das? Bloß Abfall. Bloß Abfall. Guck nicht drüber, guck nicht drüber. Alter, das gibt's ja nicht. Ah, ein Hebel, okay. Ja, ja, ich weiß. Oh, oh ne, ernsthaft? Ah, ich wollte nicht in den gleichen nochmal gucken. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität zur Zeit bin ich ja ein Profi. Tja, nur blöd, dass du ein Gesteins-Pokémon gegenüber hast. Kannst du mich ja ruckzuck hieben. Oder ja gut, Ultraschallen dann in dem Fall. Hilft dir aber auch nicht. Los, hau kaputt. Da, 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 da. Intensität. Na, Kreideschrei. Jetzt macht so ein Tackle nicht weh. Ach Mann. Noch ein Steinwurf hinterher. Waren das 3 Schaden? Ich glaube schon. Okay. Magnetilo. Knäuel. Darfst da gerne einmal reinkloppen. Wobei, dürfte höher sein. 20 wahrscheinlich. Oder? 21 sogar. Karateschlag. Aufs Auge. Na, kannst du nicht so irgendwie oben auf diese Schraube da drauf hauen? Dann tut bestimmt scheiße weh. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Bam. Okay. Gibt's auch nochmal ein Level-Up, oder? Jawohl. Level 20. Ja gut, bei Rasov dauert es ja noch ein bisschen.
Also, bis Rasaf kommt. So, jetzt will ich aber hier die Schalter finden. Nein. Nein. Oh, das gibt's ja nicht. Gib mir die scheiß Schalter. Guck weg. Danke. Ernsthaft? Dieses Spiel trollt mich. Hier unten. Nein. Nein. Das gibt's ja nicht. Okay, Hebel. Oh, Mann. Jetzt geht das wieder von vorne los. Aber ich mag diese Arena nicht. Aus diesem Grund, das ist so random. Hebel. Ja, danke. Ah, ab zu Major Bob. Den schaffen wir noch. Lass mich dir was erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben wir meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Ja, du bist auch dein Leben lang in der Army gewesen, ne? So aus dem Mutter rausgeploppt und direkt in den Army-Anzug rein. Nicht in so ein Schlabberlätzchen oder so. Naja. Intensität. Wäre schön, wenn es mal mehr als eine 6 wäre. So eine 8 wäre geil. Komm schon. Warum nicht immer so? Ja, dürfte reichen. Jawohl. Sehr effektiv. Aber der hat, glaube ich, noch ein Pikachu und noch ein Raichu. Wenn ich mich nicht irre. Ja, danke. Jawohl, Pikachu. Da reicht wieder eine Intensität von 5. Das war doch wohl nicht eine E-Mail. Doppelteam. Das macht ja nichts, Kleinstein, oder? Ich meine, das Vieh wirst du ja wohl noch treffen. Das ist ja nur jetzt ein so ein blödes. Ah, ja, doch, das reicht auf jeden Fall. Das ist nur Level 18, habe ich gerade gesehen. Bei Raichu dürftest du aber bitte auch wieder was Höheres rausholen aus deinem Repertoire. Nö, nö, ich will nicht wechseln. Einfach draufklöppen. Ja, 24 sogar schon. Ich wollte schon sagen, er wäre aber viel gewesen für so einen normalen Ruckzuck-Hieb. 7 könnte ganz knapp reichen, aber ich glaube eher nicht. Mit einem Volltreffer natürlich dann wieder schon. Ah, sehr schön. Yay, ich habe einen Major Bob. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung vielleicht dir den Donnerorden. Danke. Der Donnerorden hört die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Ich habe noch 34. Was ist es? TM34 ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, schön. Du willst jetzt eh nicht mehr kämpfen. Da. Damit geht der zweite Orden auf mein Konto. Also der dritte insgesamt, aber der zweite auf meinem Konto. Ich überlege gerade, ob ich Lotti wieder in der Lichterhöhle rauslasse. Ja, heilen wollen nicht, ist noch alles gut. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, Sigi, wir wollen mal kaufen. Wie sieht es so aus, Supertrink technisch? Ach, alles gut. Ja, dann. Hab nichts gesagt. Ich wollte nichts kaufen. Da, du. Oh, hallo Troll. Wie geht es dir? Ich bin es, einer von Professor Eis Assichs. Hast du bereits einen anderen Assi getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eich für dich, Troll. Er sagte, er sucht dich bei Route 2. Ja. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Ja, wir müssen ja dann sowieso da lang, ne? Och, ja, hier ist falsch. Ja, dann schicken wir ihn wirklich genau wieder an die gleiche Stelle wie vorher. Hihi. Ja, Moment. Pokémon. Tausch, Knoll. Du kommst auch noch hinten, weil du bist am höchsten. Brauchst erstmal kein Training mehr. Okay, mal gucken, ob es ihm auffällt. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge gibt es bei Lotti. Dann wieder bei mir. Also, wir sehen uns in der übernächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschö. Thank you.